Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Let's Play Deponia. Ja. Ich hatte in letzter Zeit keine Zeit mehr aufzunehmen. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit und versuche jetzt auch ein paar Folgen in Reserve zu produzieren. Ich weiß wieder mal nicht, was wir hier zuletzt gemacht haben. Also verzeiht mir, wenn ich jetzt hier am Anfang ein bisschen Scheiße baue und Sachen, die ihr wahrscheinlich schon aus dem letzten Video kennt. Aber ich spreche jetzt hier einfach mal unseren Telefonisten an. Hey, Huhu. Hallo. Hm? Ja, was gibt's? Ja, Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Aber ich möchte funken. Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Klappe. Wahrscheinlich bringen uns die anderen Möglichkeiten hier auch nicht weiter. Sieht so aus, als hätte ich die schon alle gemacht. Aber was war denn jetzt mit den Tauben? Das könnte noch hilfreich werden. Was war das mit den Tauben? Du meinst die Tatsache, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Ist das nicht faszinierend? Ja, das ist nicht faszinierend. Oh, diese Wortspiele. Einfach nur schön. Ich gehe dann mal. Macht, sehe ich. Bla, bla, bla. Sie orientieren sich also am Erdmagnetfeld, was ich anscheinend schon... Die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregel. Ich liebe es, Gott zu spielen. Was ich noch sagen wollte... Ich finde es... jetzt habe ich den Faden verloren, was ich gerade sagen wollte. Ich glaube, ich wollte sagen... Ich regel mal ein bisschen hier am Erdmagnetfeld rum, was ich hier das letzte Mal hier in den Schrank eingesetzt habe. Aber ich habe keine Ahnung, was es mir bringt. Toll. Zwei Knöpfe. Also... Entweder ich mache hier gerade etwas richtig und bemerke nur nicht, dass ich es richtig mache. Oder ich mache es falsch und sehe es genauso wenig. Toll. Hier kann man nicht dran drehen. Ah, und jetzt ist hier das Licht raus. Jetzt kann ich hier auch nicht mehr dran drehen. Dafür kann ich jetzt an diesen dreien drehen. Oh, ey. Das ist nicht für mich, wollte ich gerade sagen. Hey, super. Wenn man hier unten dreht, verändert sich auch nichts. Das kann auch, sich auch gar nicht verändern, weil alles, was ich drehe, schon an ist. Und jetzt habe ich hier so eine komische Leerstelle. Naja, ich habe keine Ahnung. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ja. Hoffe ich jetzt auch mal. Ach ja, wir wollten hier in das Backup-System in den Tresorraum rein. Ah ja. Und, ja, so langsam fällt mir wieder ein, was ich hier machen wollte. Tonis Laden. Geschenk ein. Oh, und das kennen wir hier auch alles schon. Gibt's nicht irgendwie so eine Werbung, wo dann gesagt wird, beute keine süßen Kleintiere aus? Sieht doch jetzt irgendwie so aus wie in dieser Werbung. Wird gescannt. Nur stand Hamster im Laufrad, gibt's jetzt hier Katze im Laufrad und so eine komische Schleckkatze. Fehler, da auf. Knick, knicke, die Knick, oh yeah. Halt die Klappe und verschicke das Scheißpaket.
Okay. Aus irgendeinem Grund schafft die Taube es nicht mehr weiter als da zu fliegen. Und ich glaube, ich habe da so eine Vermutung. Wir haben jetzt ja gerade an diesem Erdmagnetfeld rumexperimentiert. Also hat es irgendwas damit zu tun? Normalerweise hat die Taube es ja immer geschafft. Vielleicht war die jetzt gerade dadurch so irritiert, dass sie... Keine Ahnung. Oder sie wurde irgendwie nach unten gezogen. Durch die ganzen Veränderungen. Jetzt drehe ich jetzt einmal so lange, bis die total durcheinander ist, wenn das irgendwas bringt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Hey, Moment mal. Haben sich da gerade die... Ich hab das jetzt nur gerade irgendwie aus den Augenwinkeln gesehen, aber haben die Tauben sich da gerade in ihren Vorschlägen bewegt? Die hat abgenommen und die hat zugenommen. Jetzt sind die wieder beide normal. Jetzt nimmt die wieder ab, die nimmt wieder zu. Ach so, jetzt habe ich das System verstanden. Hier ist 1, also ist hier so eine dünne Taube. In der Mitte ist 2, also ist hier so eine mittlere Taube. Und an dieser Stelle hier sind 3 Lichter. Also haben wir hier eine besonders dicke Taube. Die Zweier-Taube hat es gerade kaum geschafft, das Dreier-Paket zu transportieren. Also wenn wir es jetzt irgendwie hinkriegen, da eine Einser-Taube reinzusetzen... Müsste eigentlich die Einsertaube ziemlich früh abkacken. Und ich merke gerade wieder, dass ich total sinnlos drehe. Sinnloser geht nicht. Toll. Das hat jetzt ja auch gerade sehr viel gebracht, was ich hier gemacht habe. Wenn ich jetzt den hier... Das geht ja wieder nicht. Oh, ich habe das Gefühl, das wird jetzt hier eine ziemlich lange, sinnlose Drehaktion. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Also, ich weiß, was ich machen soll, aber ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll, damit es so wird, wie ich es gerne hätte. Und anscheinend drehen die Teile auch total durch, wenn man... Also, die Lichter können nicht hier irgendwie... außen an der Seite verschwinden. Wäre jetzt aber sehr hilfreich, wenn sie das könnten. So, jetzt haben wir hier 2. Hier 2. Aber wir müssen... Ich muss mindestens noch ein Licht hier hinkriegen und ein anderes noch hier hin. Oder 2 auf die Seite oder so. So. Jetzt haben wir überall 2. Jetzt müssen wir jetzt hier nur noch irgendwie... Oh, das will ich doch gar nicht. So. Jetzt haben wir es wieder so wie vorher ungefähr. Toll. Bringt einem auch nichts. Um nicht zu sagen, das bringt einem noch weniger als überhaupt nichts.
Oh, ey, nee. Nee, das regt mich jetzt gerade richtig auf. Gurr. Gurr. So, den nächsten hier noch rein. Gurr. So. Das muss so, dann muss ich den hier so wieder wegdrehen. Gurr. Gurr. Bis da null sind. Doch. So. Und jetzt so, dann habe ich drei in einer Reihe. So. Nein. Obwohl, vielleicht doch. Na, nee, lieber nicht. So. Wenn ich es jetzt hinkriege mit dem... Oh, jetzt habe ich wieder über... Als zwei, das will ich doch gar nicht. Krieg den letzten hier aus der Mitte nicht raus. Das will irgendwie nicht. Den Einser mit dem Zweier zu tauschen, das ist ziemlich einfach, aber... Der Rest funktioniert irgendwie nicht. Oh nee. Das fängt an, mich richtig aufzuregen. Nicht nur aufzuregen, sondern richtig anzupissen. Hey, wie soll das denn funktionieren? So, jetzt sieht es wieder ungefähr so aus wie vorher. Toll. Die ganze Zeit gerade rumexperimentiert und es hat nichts gebracht. Nichts. Rein gar nichts. So. Toll. Mann! Das geht gar nicht. Irgendeine Möglichkeit muss es da ja geben. So? Nee. So, jetzt habe ich unten zumindest den hier schon mal frei. Jetzt kann ich damit... den wieder hier reindrehen. Hey! Es hat funktioniert! Ich weiß nicht, wie ich es hingekriegt habe. Geil. Passt. Wow. Och. Genial. Also, diese Folge, da steht jetzt auf keinen Fall mehr Let's Fail dran. Habe ich mir jetzt gerade überlegt, wenn ich es bis zum Ende der Folge nicht hinkriege, schreibe ich Let's Fail dran, aber... Ich lasse sie mal so stehen, vielleicht. Aber es scheint jetzt ja richtig gut geklappt zu haben. Und ich schwöre, und... Leute, ich schwöre euch echt, ich habe das nicht geplant. Ich habe da wirklich ohne Sinn und Verstand dran rumgedreht. Ja, aber... Wie es weitergeht, erfahrt ihr trotzdem erst in der nächsten Folge. Na dann, wir sehen uns. Tschüss!